Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus Sivas Husum vom Hof der Familie Chaos mit meinem Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Und ja, wie am Thumbnail zu erkennen, mein Schatz ist damit beschäftigt, ein bisschen, boah, ich sag mal, mit Ballen zu jonglieren. Zumindest möchte sie gerne mal heute zu den Schafen fahren. Und ich werde mir in der Zeit mal hier schon mal unsere Walze schnappen. Ich werde mal die Wiese, die wir jetzt so mühevoll gemäht haben und wo wir so mühevoll das ganze Heu und alles runtergeholt haben, das werden wir jetzt mal anfangen zu walzen. Und wie war das, Schatz? Du kommst gleich dazu, ne? Ja, ich lade das Heu jetzt schön ab. Mhm. Und die zwei Ballen. Und dann kommen. Du musst mal gucken im Tiermenü, ob zwei Ballen reichen oder ob da noch ein dritter rein muss. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel Heu die brauchen. Ja, ich habe einen schon drin. Ich schaffe gerade mal. Achso. Hier. Ja, ich glaube, fast drei passen da rein. Ich hole jetzt mal noch eine, dann schaue ich. Okay. Und ich glaube, ich werde mal das Walzen mal mit GPS machen. Damit ich auf der großen Wiese auch wirklich alles erwische. Ist, denke ich mal, ein guter Plan. So, mal einen neuen Kurs. Hat die Walze 6 Meter Arbeitsbreite? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Du weißt nicht zufällig aus dem Kopf, wie viel Arbeitsbreite die Walze hat. Nö, im Moment nicht. Oh, das ist gut. Keine Ahnung. Aber wir sind ja schlau. Es gibt ja einen Shop. 5,20 Meter. Da kann man ja mal eben reingucken, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? Passt das jetzt? So passt es. Okay. So. Was Mist. Was denn? Ich hab, wie sagt man so schön, Gas mit Bremse verwechselt. Ach Gottchen. Okay. Und ich bin gerade, anstatt zu bremsen und einzusteigen, um vorwärts zu fahren, habe ich gebremst, bin rückwärts gefahren und wollte dann einsteigen. Ja, jetzt nicht. War ein bisschen, hui. Nicht schön, nicht sonderlich gut geplant. So. Funktioniert das denn? Ja, ne? Ja. Striegeln auf unserer Wiese funktioniert, passt. Ja, wir brauchen drei Heu. Okay. Ich muss eins holen. Ja, ansonsten können wir euch gerne noch etwas erzählen, denn wir haben etwas getan, wo ihr gesagt habt, das sollten wir doch mal ausprobieren. Und wir beide haben das, haben es getan. Wir beide haben es ausprobiert und haben festgestellt, dass das nichts für uns ist. Oder? Ja. Kann man so sagen. Mhm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, worum es geht, wir haben uns mal die Westerrade angeguckt. Ne, weil ihr sagtet ja, könnt ihr nicht mal und wie sieht das denn aus? Und wir haben uns dann gedacht, oder wir haben es gestern eigentlich schon machen wollen, draufschauen. Ein gewisser Herr hat vergessen, die dann runterzuladen, sodass wir uns die nicht anschauen konnten. Und dementsprechend habe ich sie heute tatsächlich mal geschafft runterzuladen. Beziehungsweise mich beim LS Pitstop anzumelden, habe sie dann runtergeladen, habe sie mir angeschaut. Und beziehungsweise wir beide haben uns die angeschaut. Wir beide sind zu der Ansicht gekommen, dass die nichts für uns ist. Also, ich finde, ist meine Meinung, grafisch könnten die Häuser ein bisschen schöner sein. Also, wenn ich das jetzt mal so mit der Stappenbach oder hier mit der Sivas Husum vergleiche, finde ich die Häuser und den Hof einfach schöner gemacht, schöner gestaltet. Und die Map an sich, also ist ein bisschen komisch aufgeteilt, finde ich. Ich weiß, es ist ein reeller Ort, ja. Ich weiß, es entspricht der Realität, wie es da aussieht, ja. Das ist mir alles klar. Das ist auch alles kein Grund, um eine Map abzulehnen. Ich weiß nicht. Also uns hat sie leider nicht zugesagt, oder Schatz? Nee, ich fand sie jetzt auch nicht so bahnbrechend, dass sie mich jetzt vom Hocker reißt. Nein, ja. Aber das ist vielleicht auch persönlicher Geschmack. Der eine, der findet es ganz toll und der andere sagt, nö, mir gefällt es nicht so. Ja.
Wie gesagt, nicht mal, dass die Map schlecht ist oder so gar nicht. Richtig. Wie hätten sie sonst, ja, ich sag mal, wie hätten sie sonst mal gespielt, wenn sie uns gefallen hätte? Und dann hättet ihr da auch einen Eindruck von gekriegt. Aber so, wir gehen nicht auf eine Map, die uns keinen Spaß macht. Ist noch ein bisschen über. Soll ich noch probieren, einen Ball reinzukriegen? Ja, probier mal. Müsste, wie viel ist denn über? Schön wäre es, wenn man eine Anzeige wäre, ne? Ich glaube eben nicht, dass ein ganzer Ballon über ist, aber ich probiere es jetzt mal. Einfach testen. Ja, sonst lass ich ihn da liegen. Was? Den Ballen. Einen Heuballen draußen liegen lassen? Ah ja, so schnell wie die fressen, können wir den Ball da rein. Alarm. Nein, probier mal aus, ansonsten lass liegen den kaum heute Abend sonst rein. So. Falls ihr euch jetzt denkt, warum fährt der Depp denn nicht jede zweite Bahn, da muss er nicht die ganze Zeit kurbeln und zurücksetzen, um auf die andere Bahn zu kommen. Ich mach das gleich. Ich fange jetzt erst an, weil hier ist ja ein Weg davor, wo wir anfangen können. Und hier haben wir ja noch das Ganze, dass wir da vorne unseren Ballenlager haben. Und dementsprechend möchte ich gerne das hier erstmal schnell fertig machen bis zum Ballenlager. Und dann werde ich jede zweite Bahn fahren, weil dann kann ich auch da vorne schon mal walzen. Und hinten an der anderen Seite später. Deswegen. Das hat einen Grund, warum ich das so tue, wie ich tue. Kann man so sagen, ja. Achso. War das bei euch heute auch stürmisch? Also, es wurde ja angesagt, dass von Sonntag auf Montag ein Sturm kommen soll. Und wir haben uns auch hier gedacht, so, oh ja, laues Lüftchen, ne? Ja, wer wird dich warten, laues Lüftchen? Ja, wir waren vorhin... Hier schon ein Sturm. Wir können sagen, wir waren vorhin eine Runde draußen. Sind noch eine Runde gelaufen, so wie wir eigentlich jeden Abend versuchen, das zu machen. Und es hat schon ziemlich gepustet. Also wenn du was erzählen wolltest, während wir draußen unterwegs waren. Ich sag mal so. Man hatte Mühe, Luft dabei zu kriegen. Und ja, bevor wir jetzt aufgenommen haben, hat das hier auch ordentlich gerumst und geregnet. Also, schönes Gewitter mit schönem Regen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hoffe ja, dass es heute Nacht vielleicht bis auf den Wind ruhig bleibt. So das hat ja schon aufgehört. Ja? Also der Wind ist auch nicht mehr so da. Ich denke, das war's dann. Meinst du, das war's schon? Ja. So ein bisschen Pusti-Pusti, einmal ein bisschen Blitz-Donner, einmal ein bisschen Regen? Ja. Wäre gut. Also... Ich hätte da nichts gegen, wenn es das war. So. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare hauen, wie es bei euch war. Habt ihr auch heute nur so ein, ich sag jetzt mal so ein Intermezzo gehabt? Einmal kurz? Oder hat es bei euch schon richtig gepustet? Ich meine, vorgestern im Stream haben ja viele von euch gesagt, dass es schon stürmt bei euch, dass da ordentlich was kommen soll oder schon unterwegs ist oder schon da ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Haut mal rein, wie es bei euch war. Was der Sturm so bei euch sagt. Würde uns interessieren. Und bevor ihr fragt, ja, irgendwas stimmt mit dem Mikro von meinem Engeltier nicht ganz. Warum? Du bist ein bisschen dumpfer, finde ich, als sonst. Ich glaube, ich muss da nochmal in deinem Soundordner was ändern. Okay. Ich hatte da gestern was zurückgestellt und ich glaube, ich muss das nochmal umstellen. Also... Wir hatten ja schon im Stream das Problem und ich glaube, das Problem zieht sich gerade so ein bisschen durch. Okay. Noch. Ich habe da noch nicht optimiert. Naja, kann man schauen. Ja, ich mache ja schon. Hetz mich nicht. Was ist denn jetzt eigentlich? Ich möchte einsteigen. Oh, auf der Wiese. Warte, bleib genau da stehen, wo du stehst. Ich komme da gleich vorbei. Ja, ich sehe dich doch. Ja, aber ich muss eh gleich... Ich... Bring rein. Warte nur. Ja, okay. Du brauchst nicht mal anhalten. Ich brauch nicht mal anhalten. Soll ich Ihnen die Tür aufmachen? Das wäre nett. Okay. Oh nein, oh Gott, da kommt jemand. Oh Gott, schnell die Tür auf. Ich hab Kaffee dabei, nicht wegrennen. Hey. Guck. Hallo. Da bist du ja wieder, du männliche Person. Ach so, stimmt, ich bin da ja ein Mann. Ah, ja, Beifahrerskript ist so eine Sache, ne? Ja, vor allem, weil die Frau ja stehen bleibt, ne? Das finde ich irgendwie so blöd. Die Person an sich bleibt stehen. Ja. Und ein Mann sitzt drin.
Das ist irgendwie schräg. Ja, wobei es soll ja ein Beifahrerskript geben, wo, glaube ich, auch eine Frau sitzt. Meine ich gelesen zu haben mal. Okay. Aber ich kenne mich halt mit Beifahrerskript nicht aus. Keine Ahnung, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. So. Und da ist jetzt ein Dünger mit dabei? Das Walzen ist quasi das Düngen. Ah ja. Deswegen, in der Tat, walzen wir gerade, um zu düngen. So, hier müssen wir wenden, Moment. Uno, Sekundo, Momento. So. Und jetzt können wir doch, da müssen wir wieder ansetzen, oder? Ja. Fährst du jetzt mit GPS, oder machst du es so? Jetzt habe ich GPS an und jetzt mache ich noch den Tempomat rein. Jetzt können wir uns unterhalten. So, was gibt's denn Neues? Achso, bevor die Frage kommt und wir wissen, dass die garantiert kommt bezüglich nächsten Livestream, also wir können es noch nicht sagen. Wir empfehlen euch auf jeden Fall Instagram im Auge zu behalten, den Community-Bereich hier auf dem Kanal im Auge zu behalten. Und das Glöckchen auf jeden Fall zu aktivieren. Wir werden euch da informieren, sobald wir einen Termin für einen Livestream haben. Spätestens zum Wochenende hin werden wir auf jeden Fall wieder was machen. Ja, das denke ich schon. Also Wochenende ist Freitag oder Samstag, ist halt immer ideal. Da ist es auch, wenn man jetzt mal länger macht, besser. Oder halt, was wir auch machen könnten, wäre unter der Woche von um 6 bis um 8 oder nachmittags 4 bis 6. Ja. Das wäre auch möglich, ne? Aber das müssen wir dann halt gucken, wie es hinhaut und relativ spontan entscheiden. Genau. Also unter der Woche habt ihr auf jeden Fall den großen Vorteil, dass wir euch in der jeweiligen Tagesfolge definitiv erzählen können, wenn dann ein Stream damit das kommen soll. Also das könnte man dann da schon erwähnen. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Uhrzeit die beste wäre. Von 16 bis 18, 18 bis 20 Uhr. Ne? Wo ist man da am ehesten zu Hause und hat die Zeit zu schauen? Richtig. Das wäre also mal interessant zu wissen, wann wir das machen können. Genau. Fürs Wochenende braucht ihr es nicht reinschreiben. Weil Wochenende sehe ich so, ist die Streamzeit 20 bis Open End. Ja, weil das ist eine schöne Zeit. Da sind wir hier mit Essen durch, ihr seid mit Essen durch. Dann haben alle Zeit. Ich finde, das ist immer eine schöne Zeit. Und man hat es auch gesehen. Ich muss einfach nochmal auf den letzten Stream zu sprechen kommen. Der war so geil. Man hat da einfach gesehen, dass man die Zeit auch braucht. Mhm. Also der war so genial. Ich denke, ich spreche auch in deinem Namen, wenn ich sage nochmal einen Doppeldaumen hoch in die Kamera. Für euch. Saugeil. Fall. Und, auch nochmal ganz cool von euch, dass ihr aktuell bei Dirk so fleißig zuschaut und da auch rübergeht. Bei Dirk42 and Friends. Finde ich saugeil von euch. Es freut uns. Es freut uns, wenn ihr da genau der gleichen Meinung sagt wie wir und ihn da einfach unterstützt. Gelle? Ja. Vor allem, er ist ja so bescheiden. Ne? Ja. Er will das ja eigentlich gar nicht, aber darum machen wir es ja trotzdem. Und gerade deswegen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, gerade deswegen machen wir es. Dirk, falls du zuschaust, gerade deswegen machen wir es. Du willst es ja nicht. Und da du ja nichts umsonst haben möchtest und dafür ja arbeitest, ne? Ja, eben, da unterstützen wir ihn, dass er Arbeit hat. Richtig. Und außerdem, wir beide sind nicht die Typen von Menschen, die sich was vorschreiben lassen. Also wenn du sagst, wir sollen das nicht, dann machen wir es erst recht. Haben wir früher auch immer so gemacht. Du darfst da nicht rauf. Ach, echt nicht? Ups. Ich habe das Schild gar nicht gesehen. So. Muss ich mal gucken. Wo habe ich denn jetzt hier aufgehört? Ich glaube, kurz vor dir, ne? Also kurz vor dir bedeutet hier, wo dein... Siehst du da was am Boden? Eine Veränderung? Ja. Du musst mal... Ach nee, du sitzt ja im Schlepper drin, ne? Ja, ich sehe es von hier nicht. Komm fragen. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt draußen wärst, hättest du mal rauszoomen müssen. Also rausscrollen. Dann müsstest du das eigentlich auch mit deiner schlechten Kamera sehen. Eigentlich. Also es ist ein bisschen dunkler, der Bereich. Okay. So, weiter geht's. Ja, das wird auf jeden Fall hier noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis diese Wiese fertig ist, tatsächlich. Und, Schatz, ich glaube, ich habe heute einen Sturmschaden in der Frisur.
Die sieht auf jeden Fall. Danke. Du bist wieder sehr liebreizend heute. Ja, ich bemühe mich. Ja. Ich wärme schon mal kurz die Hände vor, ne? Ja, mach du. War das gerade die Anspielung, Schatz, dass ich das sowieso nicht mache? Nein, mache ich auch nicht. Hallo? Bevor ihr auf den Trichter kommt. Nein. Nein. Es wird nicht geschlagen. Nein. Es gibt andere Methoden, um ihr die Luft zu rauben. Und zwar auf eine liebevolle, nette Art und Weise. So. Die Bäume sehen aber schön aus. Ja, jetzt werden sie... Muss ich echt mal sagen. Sie werden jetzt langsam schön herbstlich, so wie sie in der Realität auch werden, ne? Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn das jetzt hier wieder richtig losgeht. Im Moment ist es ja noch so zögerlich. Die Bäume denken sich so, ach nee. Wird es noch mehr? Noch nicht. Nee, Realität. Ach so, im Reellen. Aber hier wird es, glaube ich, ein bisschen bunter werden sie noch, glaube ich. Okay. War ich jetzt hier schon? Oder war ich jetzt hier noch nicht? Dich habe ich noch nicht. Ist eigentlich ein Weihnachtsbaum als Mod? Ja, es gab einen. Letztes Jahr. Habe ich den auch auf der Stappenbach gehabt. Den werde ich aber dieses Jahr nicht benutzen, weil dafür habe ich einen Urheberrechtsstrike. Nicht Strike gekriegt, aber ich habe eine Urheberrechtsverletzung gehabt. Weil da ein Musiktitel drauf war, der nicht. Also der urheberrechtlich geschützt war. War ein bisschen doof. Okay. Aber den kann man theoretisch dies Jahr. Ja, Moment, dies Jahr ist ja sowieso LS19 dann da. Mhm. Also ich hoffe, dass es da einen neuen gibt. Ansonsten, ich kenne da jemanden, der bestimmt den Weihnachtsbaum konvertieren kann und das Lied rausschmeißen kann. Das wäre toll. Den Weihnachtsdeko, Weihnachtsbaum. Weihnachtsdeko auch. Na jo. Also ich weiß, und das werden wir definitiv machen, Ende Oktober, Halloween, Kürbisse hier aufstellen. Okay. Weil es gibt solche Deko-Kürbisse, die sind auch beleuchtet. Cool. Oh ja, das machen wir. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal beigehen. Und dann machen wir Süßes oder Saures. Welcher Wochentag ist denn Halloween? Weiß man nicht. 31. Oktober. Ja. Ich weiß es gerade gar nicht aus. Warte mal, ich... Oktober, ein Mittwoch. Ein Mittwoch? Ja. Okay. Vielleicht überlegen wir uns da was. Aber vielleicht überlegen wir uns da mal was. Ist ja noch ein bisschen hin. Schauen wir mal. Ja, doch, da kriegen wir was hin. Denke ich mal. Wir beide sind ja flexibel wie eine Bahnschiene. Genau, genauso pünktlich wie die Bahn. Ja. Hat die Bahn nicht auch prinzipiell 15 Minuten Verspätung? Ja. Ich finde es ein bisschen frech, dass du da jetzt drauf rumreitest, ne? Nur weil ich noch nicht fertig war. Also doch, fertig war ich eigentlich schon, aber nicht einsatzbereit fertig. Ja, ich weiß auch nicht, wo du da noch rumgesprungen bist. Oh, keine Ahnung, aber... Der Tag war wirklich schlimm. Aber doch. Du machst es spannend. Das hat ja auch Vorteile. Ja, vor allen Dingen, du hast ja wenigstens dich drum gekümmert, genauso wie Dirk und Hendrik, die sich schon drum gekümmert haben. Genau. Ne, dass der Stream gleich losgeht. So, aber... Bevor wir jetzt hier wieder in den Untiefen unseres Snackens verfallen, ich würde einfach mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Liebe Lüd, das soll es für heute gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würden uns freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr, sehr gern beim nächsten Mal wieder rein. Da wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.